Wir werden uns heute ungefähr eine halbe Stunde über Datenschutz unterhalten, was natürlich ein Highlight der Webinarreihe ist. Und zum Einstieg, ich kann euch grundsätzlich mal, also ich werde die Teilnehmer mit Du ansprechen, das ist für mich grundsätzlich ein bisschen angenehmer. Es kommen, glaube ich, zwei oder vielleicht sogar drei rechtliche Begriffe vor. Der Rest des Vortrags, kann ich Entwarnung geben, beinhaltet keine Diskussion der Datenschutzgrundverordnung oder sonstiger Rechtsgrundlagen, sondern es geht darum, warum brauchen wir überhaupt solche Rechtsinstrumente wie eine Datenschutzgrundverordnung. Dazu hole ich ein bisschen weiter aus, aber ich bin mir sicher, es ist vielleicht für den einen oder anderen auch was Neues bzw. Spannendes dabei. Ich steige mal ein mit einer recht unscheinbaren und unspektakulären Grafik. Man sieht, es wurden Studien durchgeführt, anhand derer man feststellen kann, welche Personen bestimmte Persönlichkeitseigenschaften haben, beziehungsweise auf Basis des Verhaltens in sozialen Netzwerken wurden auch bestimmte persönliche Attribute diesen Personen zugeordnet. Das mit einer relativ hohen Treffsicherheit. Ich kann sagen, ja, das ist durchaus eine legitime Forschung. Warum ist das möglicherweise problematisch? Das führt uns natürlich zum Stichwort Cambridge Analytica. Das hat vielleicht schon der eine oder andere mal gehört. Wer ist Cambridge Analytica? Ist eine Datenanalysefirma, die grundsätzlich in Großbritannien ansässig ist und die für den Wahlkampf von Donald Trump und auch später im Brexit-Referendum aktiv war. Was ist passiert im Zusammenhang mit Cambridge Analytica? Die Nutzer einer App auf Basis der Nutzung dieser App analysiert und haben, das war ein Quiz, das nannte sich This is Digital Life, und haben den Personen auf Basis der Antworten in diesem Quiz bestimmte Persönlichkeitseigenschaften zugeordnet. Kann man auch sagen, okay, das ist grundsätzlich Forschungsarbeit. Muss ja noch nicht unbedingt kritisch sein. Das Zweite ist, ja, man kann auf Basis der Facebook-Likes auch bestimmte persönliche Attribute an Personen zuordnen und das mit einer relativ hohen Treffsicherheit. Und da haben wir aber Dinge drinnen wie sexuelle Orientierung, Ethnie, religiöse und politische Ansichten, Persönlichkeitseigenschaften, Verwendung von irgendwelchen Substanzen. Und dann würde ich sagen, okay, ja, das ist Forschung, auch grundsätzlich nicht unbedingt schlecht. Das einzige Problem ist, im Rahmen dieses unter Anführungszeichen Datenskandals ist es dazu gekommen, dass ungefähr 300.000 Personen tatsächlich diese App genutzt, die Fragen beantwortet und dadurch ein Profil über diese Personen erstellt wurde. Wozu es aber gekommen ist, dass über die Netzwerke dieser Personen insgesamt 87 Millionen Menschen in diesen Datenbestand aufgenommen und auch personenbezogene Profile, die diese Eigenschaften weitgehend also die diese Eigenschaften aufgenommen wurden, ebenfalls erstellt wurden. Und was dann passiert ist, ist, dass Cambridge Analytica diesen Datenbestand genommen und im Wahlkampf für den Donald Trump entsprechende Werbung verschickt hat an diese Personen, um ihr Wahlverhalten zu beeinflussen. Und wenn ich mir anschaue, wie knapp bestimmte Wahlentscheidungen ausgehen, also da geht es paar hunderttausend Stimmen in die eine oder vielleicht 1 Million Stimmen in die andere Richtung, und dann habe ich eine Zielgruppe von 87 Millionen Personen und ich beeinflusse die ganz gezielt mit bestimmten, sei es jetzt falschen Informationen oder mit bestimmten Wahlslogans, dann reicht mir vielleicht eine Erfolgsquote von ein paar Prozent, dass ich tatsächlich die Entscheidung in die eine oder die andere Richtung manipulativ beeinflussen kann. Und dann sind wir beim Datenskandal gelandet. Die Rechtfertigung von Facebook war, dass es grundsätzlich gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen hat, dass diese Daten überhaupt so verwendet und weitergegeben wurden, ist aber trotzdem zu einer Strafe gekommen. Da kommen wir dann nachher dazu. Jetzt kann man sagen, okay, das war jetzt ein Ausnahmefall und im Gottes Namen lassen wir die Kirche im Dorf, ist ja alles nicht so schlimm. Wenn ich mir jetzt anschaue, das ist eine Visualisierung der kommerziellen Tracking- und Profiling-Landschaft. Das heißt, die Grafiken, die ich euch zeige,
sind größtenteils aus einer Studie, ist unten im Bild angeführt, die Corporate Surveillance in Everyday Life von Wolfie Crystal, ist sehr genial, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte. Bisschen gruselig teilweise, wenn man sich dann anschaut, was tatsächlich schon gang und gäbe ist im Rahmen von Datensammlung, Datenanalyse und Profilerstellung. Nämlich was passiert, ist, dass in den allermeisten Fällen auf Basis der Nutzung von digitalen Diensten Daten gesammelt, analysiert, Personenprofilen zugewiesen und dann für irgendwelche kommerziellen oder vielleicht sogar staatlichen Zwecke weiterverwendet werden. Ein Beispiel, Axiom ist ein Unternehmen, die gibt es schon seit ungefähr 40 Jahren. Die kommen ursprünglich aus dem Bereich der Postmailing-Werbung. Die haben inzwischen Datenbanken, wo sie, wenn man auf der Homepage nachschaut, angeben, dass sie über Interessen, Verhalten oder bestimmte Lebensereignisse von Personen Bescheid wissen und natürlich das auch Käufern zur Verfügung stellen. Oracle kennt man grundsätzlich als Anbieter von Datenbanken, von Serverhardware, von verschiedenen IT-Lösungen. Auch die haben gehostete Lösungen, wo sie Personenprofile zum Kauf anbieten und die in erster Linie für Retail-Zwecke anbieten. Was die machen, ist auch, dass sie Analyse und Artificial Intelligence verwenden, damit man, also in dem Fall, ich habe es da gehighlightet, also highly individualized offers and promotions. Das heißt, ganz persönlich an die Bedürfnisse des Konsumenten angepasste Angebote und Dienstleistungen anbieten kann. Also hat natürlich ausschließlich Vorteile für die Personen, die von diesen, also über die diese Profile erstellt werden. Und das ist jetzt so ein grober Überblick über welche Informationen diese Profile enthalten. Die Informationen sind nicht geleakt, sondern die basieren ausschließlich auf öffentlich verfügbaren Publikationen bzw. Informationen aus dem Internet, die diese zwei Unternehmen von sich aus öffentlich gestellt haben. Das steht auch unten im Disclaimer drinnen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, welche, also auch wieder hier gehighlightet, dass ich hier über Personen schon wirklich so Dinge drinnen finde, wie ich habe politische Meinungen, was ist ein Ethnic Code, okay, Religion, gesundheitliche Interessen, beziehungsweise bei Oracle glaube ich noch, okay, was sind meine, also wofür interessiere ich mich, bin ich an politischen Themen interessiert und was habe ich gesucht im Internet, okay, inwieweit könnte das jetzt, könnte das für mich problematisch sein, also ich sage, okay, natürlich, wenn ich einen besseren Preis für das eine oder andere Produkt bekomme, meine Versicherung gibt mir natürlich einen Rabatt, wenn sie merkt, dass ich mich ausschließlich für gesundes Essen und sportliche Betätigung interessiere, also hat ja ausschließlich positive Seiten für mich. Und was jetzt dazu kommt, ist, dass natürlich Profilerstellung und Datensammlung nichts Neues ist. Das hat es immer schon gegeben, seit dem Zeitpunkt, zu dem Marketing grundsätzlich ein relevanter Wirtschaftszweig geworden. Und ich sage, in der analogen Welt, sozusagen in der linken Hälfte, vielleicht mit Ausnahme von Kreditkarten, gab es natürlich immer schon das Interesse von Unternehmen und Anbietern von Diensten, entsprechende Informationen über die Konsumenten zu bekommen, um denen natürlich Werbung zukommen zu lassen, um sie vielleicht zum Kauf des einen oder anderen Produktes zu motivieren. Problematisch dabei ist, dass der Umfang und die Invasivität der Datensammlung durch die Nutzung von digitalen Diensten unglaublich viel intensiver geworden ist. Also wenn wir sagen, links die analoge Welt, rechts die digitale Welt, dann kann ich natürlich viel genauer, wenn ich mir anschaue, zum Beispiel Religionsbekenntnis, politische Interessen, kann ich jetzt mir vielleicht noch anschauen auf Basis von Zeitungsabonnements, aber jetzt, ich sage mal, die gesundheitlichen Interessen sind doch auch ein relativ sehr geschützter Bereich. Ich habe hier rausgegriffen, anhand von einer bestimmten Bubble, wie zum Beispiel die Identifikation von einzelnen Personen oder von Individuen anhand von Browser- oder Device-Daten, also Device-Informationen funktionieren kann. Und das ist gar nicht schwer. GitHub wird jeder kennen. Gebe ich ein im Internet, gehe auf GitHub, gebe ins Suchfeld ein, zum Beispiel User-Tracking, finde ich mal 10.000 Repositories, an denen derzeit programmiert wird. Und wenn ich mir da ein schönes anschaue, gleich mal eins mit, wenn ich sage Most Stars Rated, das heißt eins, das durchaus schon eine gewisse Durchdringung
von Teilnehmern erreicht hat und du hast gute Bewertungen bekommen hat, dass das, was dort angeboten wird, funktioniert, kann ich sagen, Browser Fingerprinting can track users not only with the scene. Okay, das heißt, ich habe ja gelernt, wenn ich ein bisschen aufpassen möchte, wie ich mich im Internet oder bei den Internet ich vielleicht verschiedene Browser auf demselben Gerät. Und das Problem ist, es gibt inzwischen natürlich Technologien, die mich trotzdem als der Nutzer erkennt, der mit dem einen und dem anderen Browser unterwegs ist. Und dann werden diese Daten wieder in Echtzeit verknüpft. Das zweite ist Device Fingerprinting. Also okay, ich stelle meine Browsersicherheit extrem hoch ein. Ich verwende Pseudonyme im Internet, wenn ich mich zu Diensten habe. Ich verwende anonyme E-Mail-Adressen. Einziges Problem ist, Device Fingerprinting orientiert sich ausschließlich am genutzten Gerät und an bestimmten Informationen. Sie können es da unten eingeblendet sehen. So Dinge wie Bildschirmauflösung, Farbtiefe. Also da gibt es eine ganze Liste an Attributen, das kann man sich anschauen, wer Interesse hat, ist unabhängig von Browser-Einstellungen, ob Cookies erlaubt oder verboten sind, ist vollkommen egal. Ich werde als Nutzer eines bestimmten Dienstes erkannt, wiedererkannt und die Informationen, die sich aus dieser Nutzung ableiten lassen, einem bestimmten Profil, das es über mich gibt, zugeordnet. Was jetzt mit diesen Profilen passiert, ist, dass während ich eine bestimmte Interaktion setze, in Echtzeit im Hintergrund Informationen ausgewählt werden, die ich angezeigt bekomme, vielleicht Preise ermittelt werden, die ich vielleicht bereit bin, für ein Produkt zu zahlen. Oder was dazu führt, dass ich möglicherweise von der Nutzung eines Dienstes überhaupt ausgeschlossen werde. Oder dass ich, wenn ich mich für ein bestimmtes Angebot interessiere, eines Anbieters, als vielleicht nicht kreditwürdig oder nicht belieferungswürdig eingestuft werde. Und das möglicherweise aufgrund von einer Fehlentscheidung. Das ist nämlich das inhärente Problem bei rein automatisiert ablaufenden Entscheidungen, die auf Basis solcher Personenprofile getroffen werden. Da ist es jetzt, das ist übrigens einer von diesen zwei Rechtsbegriffen, der heute in dem kurzen Talk vorkommt, nämlich das Profiling und das Profiling. Das Profiling im Sinne, wie es wahrscheinlich jeder kennt, ist natürlich das, was ich gerade erzählt habe, dass über bestimmte Personen aus unterschiedlichen Quellen Informationen gesammelt, diese zusammen gespeichert werden und dazu verwendet werden, um die Person wiederzuerkennen und bestimmte Aktionen auszulösen. Ich sage mal, die Anzeige von bestimmten Werbungen wird jeder schon mal erlebt haben. Wenn ich sage, ich habe vielleicht im Internet, ich nehme jetzt mal Google als Beispiel, nicht, dass es nicht andere Suchmaschinen gibt, aber ich sage mal Google als Beispiel. Ich suche in Google nach Sportschuhen von einer bestimmten Marke, dann logge ich mich auf Facebook ein und komischerweise bekomme ich dort natürlich Werbung angezeigt von dieser Marke. Und dann logge ich mich auf Amazon ein und komischerweise werden die gefeatureten Produkte, die ganz oben in der Liste angezeigt werden, auch diese Marke, die ich vorher gesucht habe, beinhalten. Ist natürlich Zufall. Deswegen ist sozusagen dieses Sammeln und Sammeln von Informationen und Erstellen von Profilen im Sinne von Profiling das, was immer schon passiert. Das ist okay. Jetzt hat im Zuge der Datenschutzgrundverordnung, und das ist jetzt diese Legaldefinition, die dazugekommen ist, ein zweiter Begriff des Profilings Einzug gehalten, nämlich die automatisierte Entscheidungsfindung. Das ist nämlich das zweite und wesentlich relevantere dabei, dass auf Basis dieses Personenprofils oder dieser Informationen, die über mich gespeichert sind, rechtswirksame Entscheidungen getroffen werden. Wie? Jetzt kann ich sagen, ich suche um einen Online-Kredit an, im Hintergrund läuft eine Bonitätsprüfung und auf Basis dieser Bonitätsprüfung wird dieser Kredit gewährt oder abgelehnt. Möglicherweise auf Basis eines falschen Eintrages abgelehnt. Jetzt ist es natürlich kein Problem, weil ich kann dort natürlich bei dem Kreditinstitut eine E-Mail schreiben oder anrufen und kann mich entsprechend rechtfertigen und sagen, na, das ist ein aufgrund eines gelöschten KSV-Eintrages. Selbstverständlich ist meine Bonität hervorragend und bitte gewähren Sie mir diesen Kredit. Und weil in der Datenschutzgrundverordnung steht, jeder Mensch hat das Recht, eben nicht einer ausschließlich automatisierten Entscheidungsfindung unterworfen zu sein, wird dieser Antrag überprüft und ich bekomme den Kredit, den ich beantragt habe, auch tatsächlich gewährt. Ohne die Rechtsgrundlage
möglicherweise keinerlei Interventionsmöglichkeit, keinerlei Überprüfung der Angaben durch einen menschlichen Sachbearbeiter, Antrag abgelehnt. Ist nur ein sehr plakatives Beispiel, was natürlich tatsächlich passiert ist, dass möglicherweise im Rahmen der Errechnung von Versicherungsprämien mir auf einmal eine höhere Prämie verrechnet wird, weil ich mich eben nicht ausschließlich für Sport und gesunde Ernährung interessiert habe. Oder dass, wenn ich mir die Sportschuhe kaufen möchte, mir einfach ein höherer Preis angezeigt wird, weil auf Basis meiner Kaufhistorie natürlich sämtliche Anbieter wissen, dass ich ständig mir ausschließlich Sportschuhe im Wert von weit mehr als 100 Euro kaufe. Das heißt, ich werde das nächste Paar auch nicht unter 100 Euro angeboten bekommen, selbst wenn es vielleicht ein anderer Benutzer wesentlich günstiger erwerben könnte. Und das ist jetzt genau dieses Thema, dass, wenn Entscheidungen ausschließlich auf einer automatisierten Auswertung der Informationen getroffen werden, es ja natürlich vollkommen intransparent sein kann, wie dieser Algorithmus, der die Entscheidung trifft, trainiert wurde. Das heißt, Trainingsdatensätze bzw. überhaupt die Algorithmengestaltung, das sind doch bitte, das ist der Kern von Businessmodellen oder von Geschäftsgeheimnissen. Das ist der Businessmodell. Also, das hat schon einen Grund, warum Unternehmer nicht darüber reden, wie sie ihre Algorithmen trainieren. Das heißt, wenn Oracle jetzt sagt, wir treffen Entscheidungen auf Basis Intelligence und Predictive Analysis, ja, die werden sich doch hüten zu erklären, wie der Algorithmus tatsächlich funktioniert, weil das ja Kern ihres Geschäftsmodells ist. Das Problem ist nur, wenn die Trainingsdatensätze zum Beispiel manipulative Inhalte haben oder wenn die Trainingsdatensätze ebenfalls bereits vorurteilsbehaftet sind, dann kommt es natürlich zu massiv relevanten Fehleinstufungen auf Basis dieser Algorithmen. Da ist es jetzt wieder so, dass im Rahmen Link-Datenschutz-Grundverordnung vorgeschrieben wurde, dass genau diese Methodik, nach welchen Algorithmen automatisierte Entscheidungen treffen, offengelegt werden muss. Auf Basis der gesetzlichen Regelung muss das gemacht werden. Genauso die rechtlichen Wirkungen habe ich schon kurz erwähnt. Rechtliche Wirkung kaum bis massiv. Also es gibt ein relativ konkretes Beispiel, das habe ich hier nicht angeführt, findet man aber ganz schnell. Es wurde in den USA eine Studie durchgeführt, wo Bewährungsanträge von Häftlingen auf der einen Seite von Richtern und auf der anderen Seite von Algorithmen bewertet wurden. Und da ist herausgekommen, dass der Algorithmus mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit Anträge von afroamerikanischen Häftlingen abgelehnt hat als der menschliche Richter, weil der Trainingsdatensatz, nachdem der Algorithmus trainiert worden ist, grundsätzlich abgelehnte Bewährungsanträge von afroamerikanischen Häftlingen enthalten hat. Das heißt, der Algorithmus war sogar noch diskriminierender, als menschliche Richter es gewesen wären. Und das ist der zweite Punkt, nämlich die Proxy Discrimination. Gibt es auch schöne Studien dazu, dass ich sage, ich habe zwar eine grundsätzlich technisch neutrale Methode, die aber trotzdem dazu führt, dass bestimmte besonders schützenswerte Gruppen, also Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder eben Menschen, die einer bestimmten Ethnie angehören, diskriminiert werden, weil der Trainingsdatensatz des Algorithmus von Haus aus korrumpiert war. Nächstes großes Problem: wenn ich gigantische Mengen an Daten sammle und diese Daten habe, gehen sie früher oder später wahrscheinlich verloren. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Also ich rede jetzt nicht immer nur von dem, also es ist jetzt nicht immer nur davon auszugehen, dass der böse Hacker ein bestens geschütztes System kompromittiert und dann die Datensätze absaugt, sondern es kann ganz banale Gründe haben, wie zum Beispiel beim Buchbinder Data Breach aus Anfang des Jahres, wo einfach ein Online-Backup schlecht abgesichert und schlecht konfiguriert war. So ein Konfigurationsfehler, quasi ungesichert, 10 Terabyte Kundendaten abgreifbar gewesen. Cambridge Analytica, auch kein Hack gewesen, sondern unter, sei es jetzt, ich lasse es mal dahingestellt, unter Missachtung von bestimmten Nutzungsvereinbarungen wurden nicht nur Datensätze der Personen abgenommen, die damit einverstanden gewesen wären, sondern auch im erweiterten Netzwerk dieser Personen Daten gesammelt, was dann insgesamt dazu geführt hat, dass fast 90 Millionen Personen Datensätze erstellt werden konnten. Das heißt, Breach und Hack, unterschiedliche Themen. Ich sage nur, die Awareness muss da sein. Wenn die Daten irgendwo sind, ist die Gefahr groß, dass sie irgendwann mal verloren gehen. Ob dann damit irgendwelche nachteiligen Folgen verbunden sind oder nicht, ist noch nicht gesagt.
Das hat im Laufe der Zeit natürlich auch dazu geführt, dass ganz gezielt auch nach Regularien verlangt wurde, die den Umgang mit den Daten unter bestimmte Anforderungen stellen. Ich sage, ich habe hier nur zwei Stichworte eingegeben. Also links, das Data is not the new oil, das ist jetzt nicht von einer bestimmten Person geprägt. Wenn ich das als Suchbegriff eingebe, dann finde ich eine ganze Reihe von Publikationen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das geht einfach, da geht es in erster Linie darum, dass die Behauptung, dass Daten das neue Öl sind, unter anderem deswegen falsch ist, weil Öl ist tatsächlich ein personifiziertes Gut. Das liegt irgendwo im Boden, da muss ich hinfahren, muss ich eine Exploration machen, dann muss ich ein Loch bohren, dann muss ich das rausholen und im Moment ist der Preis wieder abgestürzt. Während hingegen Daten sind unter Anführungszeichen in unendlicher Menge vorhanden und sie werden immer mehr. Und die Möglichkeiten, was ich mit diesen Daten ma machen kann, sind ebenfalls unter Anführungszeichen nicht enden wollen. Das heißt, der Vergleich, dass Daten ein Geschäftsmodell vergleichbar mit der Ölgewinnung oder Rohölverarbeitung sind, ist einfach ein Vergleich, der hinkt. Und da ist zum Beispiel in diesem Artikel erwähnt, ganz konkret, dass eben zum Beispiel die Weitergabe an Daten an bestimmte Unternehmen, mit denen jetzt kein konkretes Vertragsverhältnis besteht und über die Weitergabe nicht entsprechend informiert wurde, einfach nicht erlaubt sein sollte, nach zum Beispiel ganz konkret erwähnt GDPR, das heißt Datenschutzgrundverordnung. Das zweite ist der Bruce Schneier, der schon vor einigen Jahren, also der Artikel ist aus 2016, gesagt hat, Data is a toxic asset. Das bedeutet, dass Daten für ein Unternehmen nicht ausschließlich ein günstig zu wertendes Asset sind. Das heißt, ich muss sie speichern, ich muss sie absichern, ich muss verhindern, dass Unbefugte darauf Zugriff bekommen. Ich muss entsprechend sie aktuell halten. Das heißt, es ist nicht ausschließlich positiv zu werten, wenn ich also gigantische Bestände an Daten habe. Und damit Unternehmen dazu gezwungen werden oder motiviert werden, sagen wir es besser so, dass sie mit diesen Daten sorgfältig umgehen, braucht es gesetzliche Regelungen. Das eine, was das bedeutet, ist eine Konsequenz. Ich brauche natürlich entsprechende Strafen, die ausreichend handlungsmotivierend sind. Facebook, ich erinnere, Cambridge Analytica, Affäre, 5 Milliarden US-Dollar Strafe. Google ist erst jüngst 50 Millionen Euro aufgrund von verschiedenen Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung. Post, auch ein Beispiel aus Österreich, 18 Millionen Euro. In diesem Fall wurde die Strafe verhängt wegen Profilerstellung über Personen und deren mögliche politische Ausrichtung und sozusagen Weitergabe dieser Profile. Damit verknüpft war auch noch ein Schadenersatzverfahren. Das wurde in erster Instanz wurden den unter Anführungszeichen geschädigten Personen, glaube ich, 800 Euro Schadenersatz zugesprochen. In zweiter Instanz wurde es aufgehoben, weil für das obergeordnete Gericht der Schaden nicht feststellbar war. Das heißt, die Post muss zwar 18 Millionen Euro Strafe zahlen, aber keinen Schadenersatz an die geschädigten Personen, was noch einen viel weiteren Kreis und viel eine höhere finanzielle Auswirkung natürlich gehabt hätte. Strafen kann man sich übrigens nach GDPR, DSGVO jederzeit online anschauen. Da gibt es zwei wunderschöne Datenbanken. Die Links sind jeweils unter den Fotos eingeblendet. Da kann man sich ein bisschen durchklicken, nach verschiedenen Kriterien sortieren. Das eine ist von einer Rechtsanwaltskanzlei und das andere von einer, ich glaube, es ist eine NGO oder auch eine Beratungsfirma. Aber insgesamt sehr interessant, kann man sich nach Strafhöhe, nach Ursache, also nach sozusagen Verstoß gegen welche Bestimmung und einer kurzen Beschreibung des Falles sich die entsprechenden Entscheidungen anschauen. Im Moment also interessant, wahrscheinlich aus gegebenem Anlass. Was sind in erster Linie staatliche Interessen für die Datensammlung? Auf der einen Seite habe ich natürlich Tracking-Daten im Zusammenhang mit Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus. Auf der anderen Seite, was natürlich immer jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, sind so Themen wie Erfassung von biometrischen Daten oder wie hier zum Beispiel die Gesichtserkennung. Es gibt inzwischen mehrere Ansätze oder bereits veröffentlichte Programme, Apps, um zum Beispiel Bewegungsprofile von Personen im Zusammenhang mit Corona zu erfassen. Also hier haben wir zum Beispiel in China gibt es natürlich eine App, die entsprechend Bewegungsprofile aufzeichnet. In Indien gibt es eine App, die entsprechende Bewegungsprofile aufzeichnet. In Österreich gibt es die Stop-Corona-App, die im Moment
aus unterschiedlichen Gründen in den Schlagzeilen noch ist und die aber jetzt auf, heute ist die Presse, hat die Pressekonferenz stattgefunden, auf die Datenschutzkonformität überprüft wurde, wo unter anderem SBA Research auch beteiligt war, um von technischer Seite hier den Source Code sich anzuschauen. Und die Ergebnisse kann man sich natürlich entsprechend anschauen. Da muss ich aber jetzt wieder einhaken und sagen, ohne das Regulativ der Datenschutzgrundverordnung kann ich davon ausgehen, dass die Sammlung, Erfassung und die Weitergabe dieser Bewegungsdaten und sonstigen Informationen, die über die App gesammelt werden, wesentlich weniger restriktiv gehandhabt worden wäre. Was ist hier zum Beispiel, sehe ich, also auch unter anderem die Organisation von Max Schrems, also None of Your Business, stellt fest, auch unter der Datenschutzgrundverordnung ist es natürlich möglich, bestimmte personenbezogene Daten zu erheben und zu verarbeiten im Zusammenhang mit dem Schutz der Gesundheit oder zur Bekämpfung der Pandemie. Aber die stehen selbstverständlich unter dem Regulativ der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, es ist keine schrankenlose Nutzung dieser Daten, wenn sie einmal erhoben wurden, erlaubt. Ob das in Indien oder in China genauso ist, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Und um zum Abschluss und zum Fazit des Ganzen zu kommen, ist, natürlich dient das Sammeln, Auswerten und Austauschen von Daten unterschiedlichen Interessen. Das heißt, sei es jetzt Serviceanbieter, Datenhändler, Unternehmen und auch staatliche Akteure wollen Daten erheben und sie für verschiedene Zwecke nutzen. Das heißt, jetzt seien die Dienste, gratis, kostenlose Dienste werden mit Daten natürlich bezahlt, das hat jeder schon mal erlebt, brauche ich nicht näher darauf eingehen. Ich kann, wenn ich dazu der Nutzung meiner Daten nicht zustimme, natürlich von der Nutzung eines Dienstes ausgeschlossen werden. Und sollte mal eine Information oder Einwilligung notwendig sein, dann kann es passieren, dass die verknüpft, versteckt oder unmöglich ist. Das war übrigens einer der Gründe, warum Google 50 Millionen Euro Strafe bezahlen musste in Frankreich. Und das Fazit aus der ganzen vorher aufgebauten Geschichte ist natürlich, nicht nur brauche ich ein relativ hohes Maß an Eigenverantwortung und Awareness, wenn ich mich bei der Nutzung von sozialen Netzwerken und von digitalen Diensten bewege. Ich kann aber auch davon ausgehen, dass wäre jetzt nicht so ein Regulativ, wie zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, diesen bestimmten Unternehmen und Anbietern übergestülpt worden, dass das datenschutzfreundliche Verhalten nicht von alleine gekommen wäre. Und ausschließlich so strenge und so, ich sage jetzt mal national übergreifende Regularien wie eine Datenschutzgrundverordnung können mir garantieren, dass ich als Endverbraucher, der ich in einer relativ schwachen Position bin, als einzelner Benutzer, gegenüber von Unternehmen und staatlichen Akteuren erwarten kann, dass bestimmte Datenschutzprinzipien einzuhalten sind, ohne jetzt auf die im Detail einzugehen. Und natürlich hat so ein Regulativ wie die Datenschutzgrundverordnung eine ziemlich große internationale Signalwirkung. Das heißt, wenn sich mal mehr als 20 Staaten dazu verpflichten, ein bestimmtes Datenschutzregulativ einzuhalten, dann ist das ein relativ großer Wirtschaftsraum, der sich eben einem bestimmten Mindeststandard unterworfen hat. Und das ist natürlich international auch im Daten- und Warenverkehr sehr wohl relevant, weil sich natürlich Unternehmen, die in diesem Wirtschaftsraum tätig sein wollen, diesem Regulativ in irgendeiner Form unterwerfen müssen. Das heißt jetzt nicht, dass es in den Vereinigten Staaten zum Beispiel der wilde Westen ist, was den Datenschutz betrifft. Es funktioniert nur logistisch komplett anders. Damit komme ich mal zum Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.